Weiter geht's mit mir und diesen Videos um 9 Uhr morgens. Jeden Tag stehe ich so früh für euch auf und wer das glaubt, dem verkaufe ich einen Eskimo-Kühlschrank oder irgend so einen Scheiß. Jedenfalls, die Kernprobe schreitet voran, wie gehabt, und ich habe hier das Kalenderblatt in der Hand, des Nerdquiz-Kalenders, und der sagt, diese Frage habe ich heute. Welcher filmische Serienkiller trägt oft eine Eishockeymaske? Das könnte es natürlich peinlich enden, aber es ist Freitag der 13., meine ich. Dann wäre es Jason Voorhees. Es ist Jason Voorhees. Nie einen Film gesehen, muss ich zugeben, weil irgendwie ich nie so auf Horror Splatter gegangen bin. Zumindest nicht auf die Straighten ohne Humor. Scream habe ich dann doch gesehen. Aber jedenfalls, ich habe es gewusst, ist doch mal toll.